Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nachtaktiv Gaming. Ich bin der Resturlaub und ich spiele mit euch Uncharted 4. Ich weiß, in der letzten Folge ein fieser Cliffhanger, aber ich wollte die Spannung natürlich auch ein bisschen aufrecht halten und wir gehen jetzt mal hier direkt runter in das Grab. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Oha. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Na, hoffentlich sind hier keine Ratten. Oder Spinnen. Was hat hier gerade aufgeblinkt? Zeig mal. Das hat ein alter Mönch geschrieben. Das packen wir mal ganz geschmeidig bei uns ins Heftchen. Mal, was wir hier noch so finden. Vielleicht ist das später noch relevant. So. Gemütlich sieht das hier allerdings nicht aus. Aber eine ganz schön große Gruft, die sich hier drunter befindet. Den Eingang hätten wir vielleicht auch mal wieder schließen sollen. Oh. Hier ist das Kreuz. Da sind sie ja alle. Ich kann nur an dem mittleren was machen. Jesus, dies machst zur Linken. Reumütiger Dieb. Hier ist das zur Rechten. Böser Dieb. Ein neuer Tagebucheintrag. Schnell reinkritzeln und malen. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Scheinbar. Hier können wir nichts machen. Aber vielleicht zeigt uns das den Weg. Also gehen wir hier lang. Was haben wir hier? Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Sieht mehr aus wie ein Kerzenständer. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Oh, shit. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Okay, mal gucken, was wir da machen können. Können wir hier nicht sieh doch drehen? Mal. Da ist etwas am Fuß der Statue. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Okay. Nummer 1. Die Punkte. So muss es hin. Ich habe den ersten falsch gesetzt. Den korrigieren wir jetzt nochmal. So würde es gehen. So geht's nicht. Okay. Jetzt noch den letzten. Den hatten wir schon. Und hier Nummer 3. Okay. Also. Das müsste doch jetzt geklappt haben. Oh nein, der untere trifft nicht ganz. Also nochmal ran. Nochmal kleine Feinjustierung. Von dem mittleren nehme ich an. Den letzten habe ich nämlich auf jeden Fall getroffen.
Mal gucken, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Na, was hast du zu erzählen? Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Sieht mir so aus wie... Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Sieht eigentlich mehr so aus wie... Der wollte das Häuschen bauen, aber der hat den Strich unten links ein bisschen verkackt. Okay. Schauen wir da mal drüber hinweg. Probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze. Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Ups. Ich hatte gehofft, wir können hier vielleicht ein Loch machen. Aber das... hat nicht geklappt. Also lassen wir ihn nicht warten, wie Sam schon nett formuliert hat. Also geht's zurück. Mit etwas Glück hat noch niemand diesen Weg gefunden, wo wir reingegangen sind. Aber wir haben viele Leichen hinterlassen. Wenn das unbemerkt geblieben wäre, würde mich das natürlich schon wundern. Also, okay. Ist. Die haben das Tor da oben geöffnet. Drei Leute. Gut, da müssen wir durch. Okay, mir nach. Hat jemand was vom Spätsturm auf dem Berg gehört? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi nutzlos. Wenn wir nicht bald was von denen hören, sehe ich nach. Surprise! Oh, shit. Bounce! Wir sind nicht allein! Tschüss! Hey, wir sind hier! Da kommen sie! Tschüss! Die können wir gleich gebrauchen. Zwei Schuss haben wir noch. Aber die versenke ich erstmal noch. Nein! Was habe ich hier überhaupt vor? Panikreaktion. Das war eine Panikreaktion. Aber Sam ist mir gefolgt. Er ist aber schon wieder unten. Aus dem Sprung haben wir getroffen. Okay, wo ist der nächste? Ein bisschen unübersichtlich. Ich habe die Übersicht komplett verloren. Nee, da brauchst du gar nicht versuchen, um zu klettern. Und im Gebüsch verstecken bringt dir auch nichts. Okay. Okay. Wir sind sicher. Jetzt müssen wir hier durch. Komm her. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Wir leben noch. Schnell, schnell. Okay, weiter geht die Fahrt. Geht's dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Okay, weiter geht's. Wir sollten wirklich versuchen, keine Zeit zu verlieren. So.
Aber Sam juckt das scheinbar wenig. So, da sind die zwei Kreuze. Ich glaube, drei Kreuze waren es unter Eingang zur Gruft, ja. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Das stimmt. Junge, wie sieht's bei dir aus? Wir sind auf einem guten Weg. Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Na, jetzt können wir hier lang. Oh shit. Oh, da war. Den zweiten habe ich zu spät gesehen. Da ist noch einer. Den kann man, glaube ich, auch echt nur auf dem schwierigsten, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad einfach mal im Gebüsch sehen. An der Kathedrale werden es noch mehr. So, kommen wir hier irgendwie hoch? Ja. Natürlich kommen wir hier hoch. Munition brauche ich nicht. Haben wir voll. Boah. Geschmeidig, schnell im Sprung die Waffe auf dem Rücken geschnallt. Okay, was ist das hier? Was finden wir hier? Ein kleines Geheimnis. Also müssen wir hier gar nicht hin. Komm her, eine Leiter. Okay, ich helfe dir hoch, wie immer. Na los, komm, ich helfe dir. Okay. Komm schon, hoch mit dir. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Hm. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Was? Hallo? Was macht der denn da jetzt? Sam? Hey, ich hab was. Oh. Also, Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Für meinen Haken. Nach oben, wo sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Und hoch mit uns. Dankeschön. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Oh, da unten ist Wasser. Wir müssen dort rüber. Okay. Daran können wir hochklettern. Schon unterwegs. Dann haben die beiden sich mal überlegt, wie wir wieder hier zurückkommen sollen. Ich hoffe, da gibt es dann auch noch den Masterplan. So, und nochmal eine Etage hin. Okay. Jetzt lassen wir uns mal fallen. Alle ab. Puh. Danke. Zack. Okay, ich habe keine gute Idee. So. Aua. Jetzt habe ich natürlich erstmal die Ruhe bewahrt, bevor ich hier weiterspringe. Ich glaube nämlich, wir müssen hier drüben lang. Okay. Heilige Scheiße. Hey, sei vorsichtig an der Ecke da. Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay?
Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. So, wo müssen wir lang? Hier geht's nicht lang. Wir müssen nach links. Sam, du bist jetzt ein bisschen im Weg. Hoffentlich hält's. Hoch mit uns. Ich glaube, wir müssen nur hier rüberspringen. Oh shit. Oh mein Gott. Natürlich war das ein Fehler. Oh Gott. Okay, er ist jetzt schon mal eine Etage über uns. Hier unten. Das Lippenteil ist gebrochen. Du machst echt viele Sachen kaputt. Besonders Klippen. Wem sagst du das? So, nach hier oben. Okay, los geht's. Oha, das hört sich auch schon nicht gut an. Was hab ich gesagt? Ja, ja, ja. Okay, warte. Mal sehen, ob da noch ein. Oha, hier bricht alles in sich zusammen. Na, jetzt können wir uns aber da ranhängen. Okay. Oh, warte. Nein, von da kommen wir. Wo ist Sam? Da. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Deshalb haben wir wohl 10. Ja, deshalb haben wir 10. Genau. Ich helfe dir hoch. Na los. Und der letzte Sprung. Hoppala. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. So. Da drüben müssen wir hin. Wir befinden uns allerdings hier. Wie kommen wir da hin? Ist hier irgendein Hinweis an dem Kreuz vielleicht? Hey. Ungefähr dort. An der Klippe gibt es keinen Weg. Gut, dann landeinwärts. Oh! Klingt gut. Oh Gott. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken, aber gut, dass Nathan so starke Reflexe hat. Willst du doch nicht da wirklich runterspringen? Landeinwärts, also nochmal hoch. Was haben wir denn hier? Na los. Okay, die Waffe wurde schon gezogen jetzt. Das heißt, hier wird irgendwo eventuell jemand sein. Oha. Mensch. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Okay, die scheinen auch schon dicht dran zu sein. Ja, das gefällt mir gar nicht. Ihr habt nichts gesehen. Das war sinnlos. Okay. Wir kommen der Sache immer näher. Es wird heißer. Oha. Rüber. Glück gehabt. Sam, du musst mir nicht jeden Abschuss mitteilen. Bautz.
Das war der letzte. Gut, wir sind sicher. Hoffentlich war's das mit den Idioten. Ups, da wollte ich natürlich nicht runterfahren. Na, wo kann ich... wofür ist das gut? Eine kleine Rumblödelei. Hier geht's vielleicht rein. Das sieht doch gut aus. Hey, Vorsicht. Die könnte nach der Explosion instabil sein. Wer gräbt denn mit Dynamit? Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Kommt noch. Keine Sorge. Okay, Sam geht vor. Wir hinterher. Okay, hier müssen wir wieder runterrutschen. Und dann da drüben ran. Alles klar. Weg gesehen, Weg gefunden. Und viel zu früh abgesprungen. Scheiße. So, nochmal. Ja. Geh mal weg, großer Bruder. Wir machen das jetzt mal direkt. Nochmal. Hier noch nicht abspringen. Aber hier. Oh Gott. Kein Problem. Die Frage ist nur, wo sind wir jetzt hier rausgekommen? Okay, doch scheinbar richtig. Hier sieht nämlich jetzt langsam alles ziemlich gleich aus. Bei mir genug. Das sieht gut aus. Okay. So, Sam, kommst du bitte auch? Oh, der gnädige Herr schaukelt sich sogar noch ein bisschen nach oben. So. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Oh, da unten ist ein Piratenschiff. Hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Vorsichtig sein und erstmal draufspringen. Okay. Schnell, schnell, schnell. Bist du noch super vorsichtig? Okay. Oh, okay, alles gut. Alles gut. Okay. Schnell was reinmalen. Zack. Dass er kein Profimaler geworden ist, wundert mich ehrlich gesagt. So, von dort kommen wir. Und dann gehen wir mal hier weiter. Okay. Komm schon, Nathan. Der Schatz ist nicht mehr weit. Oder ist dann wieder nur ein Hinweis, wo denn unsere Reise weitergeht. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass wir hier noch nicht gleich am Ende unserer Suche sind. Junge, der Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Wir beeilen uns. Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Hoffentlich was Schönes. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Komm, hier durch. Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen? Na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Das kann sein. Ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Hier, sieh dir das an.
Oh, das hätte ich nicht gemacht. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Two's Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Yeah.